Kommt das Gas wieder? Das Gas. Ist die Frage, geht an den Rand von die Gas, wenn das Gas kommt, geht an den Rand von der Gasbarriere? Oder wie mache ich das am besten? Typischer H1Z1 Dienstag wieder. Wir ein bisschen weiter raus bewegen. Ist die Frage halt, wo ist dann die Grenze? André, Servus. Hello, Kölle Alaf, was kann ich auch noch? Fasching, Narrenfreiheit ist heute, letzter Tag vom Fasching. Wo die Iren raus dürfen, ne? Drecksack, das gibt's ja nicht! Drecksau! Na schon, die Tour fährst du ja nicht klein. nee, mir sind halt da einige. Bist du am TS? Bist du am TAS? Team Germany. Connected. Das war laut. Channel switched. User joined your Da bin ich channel. wieder. Servus. Na? Na? Wie gesagt, ich habe vorgestern, keine Ahnung, wann ich wieder gestreamt habe, aber ich hab gestern den Ankbot mal ein bisschen eingestellt, Minigames und sowas und Begrüßungstool muss ich noch machen. Gibst du mir mal das S zurück, bitte? Wieso bist du denn schon wieder? Nein, das ist schon längere Zeit jetzt, dass jetzt, wie es am mit dem Ding, die, wie was denn mit der Ding, das war das mit der. Ich habe auch keine Rechte mehr. Ja? Lass uns der Rudi dann zurückgeben. Ah, durchs neue Aufsetzen Warte. wahrscheinlich. Ja, warte. Hab Bescheid gesagt. Ja, hat ja keine Eile. Ob ich das jetzt da die Woche oder nächste Nee, Woche ich, krieg. ja nicht, nein, wenn sowas ist, dann sage ich eben kurz Bescheid, wenn ich weiß, dass er da ist. Sag mal, ist das Sonic für Apple oder ist das auch für Android? Das ist für alle Mobilgeräte, ist das frisch aufgelegt worden. Echt? Ihr weißt, wo ich das gesehen habe gestern? Bei Ne? Amazon Prime, beim
Und beim Stöbern. Echt? Da stand, da war so ein Symbol für Sonic 2. Ich habe gedacht, oh, guck's mal rauf. Ja, spielen kannst du ja drauf eh nicht, weil du keinen Controller hast. Auf Handy ist aber auch nicht so geil zu spielen, sage ich mal jetzt schon. Klar, Moment, ich mach das gleich. Ich klopfe mich ins C-Panel ein, ich gebe dir gleich recht. Ja, und dann habe ich geguckt, weil da stand so, ja, jetzt haben sie es mal aufgelegt für 3 Euro für alle Mobilgeräte. Ja. Dachte mir so, guck's mal rein. Ja, guck's mal, ob es verfügbar ist im App Store. Hab App Store geguckt, hab genau nachgesucht. Und zack, war es da. Ja? Ja, habe ich mir das gestern User Abend noch gleich gekauft. Ja? Das ist ein Spiel, komm ich dran vorbei. Ist immer so. Ah, Schuss mit der Shotgun und weg bin ich. Typische Schrotze. H1, Schrott 1. Der hat dich einfach gerusht, hätte ich mir Schrotflinte auch gemacht. Ja, aber was dem? Am Anfang noch keinen Helm hast, nichts, wenn du eine Schrotflinte findest und du weißt, dass da Leute dann sind, einfach hingehen, rushen, über den Haufen schießen, fertig. Ja, das Problem ist halt mit einer Pistole, was willst du dafür anrichten? Man fuhr beim ersten Runde ist einer gekommen, ob man einen Schuss mit der Pistole geben, mit der Magnum und die war tot. Ja. Daher kommt man, bumm, tot. Oh, mag ich doch. Das ist so. Toll. Das ist so. Ja, das ist halt H1, Z1, das ist die Schrotze halt, das ist... Und manche Leute, so wie den anderen, der was mir vorher umgekriegt hat, jetzt halt bei der vorvergehenden Runde, jetzt da im Wald drinnen, da war ich auch drauf. Da war ich drauf. Und hab keine Hitmarker gekriegt. Ja, es ist halt H1, Z1. Du musst dich auch mehr bewegen, wenn du 1 und 1 fight machst. Du musst... Ja, ich mag das. Einfach Zielfernkreuz auf Kopf halten und selbst hin und her laufen. Nicht so ein so schwieriges Ziel wie nur möglich machen. Ich weiß, aber wie gesagt, ich hasse das mit den Bäumen immer. Der Scheiß mit dem Baum. Ja, die ersten paar Runden laufen nie gut bei mir. Ja, heute durch unsere Stadt durchgegangen und bin, hast in jedem zweiten Lokal Musik gehört, in jedem zweiten Lokal hast bei uns Musik gehört und irgendwelche Clowns oder irgendwelche Verkleideten da draußen stehen. Nee, Karneval, ey. Den einzigen Karneval, den ich mir antun würde, der wär in Rio. Das ist richtiger Karneval. Jetzt, du warst auch schon, dass da in Rio eine Woche durchgefeiert wird oder zwei Wochen. Ja. Ja, das ist scheißegal. Das ist echter Karneval, nicht den Kack, den wir hier haben, ey. Kinderfasching hier. Hello! Ja, ey. Ich meine, wenn Brasilianer diesen Karneval sehen, die lachen sich doch kaputt. Ja. Kostüm. Die lachen sich doch einfach kaputt. Nee, ich sag mal so. Ich kenne zum Glück kenne ich einen Brasilianer, den ich genau das mal fragen kann. Hombre. Zum Glück kenne ich einen. Okay. Ja, der macht hier in der Umgebung die besten Burger, die ich kenne. Ja. Der ist richtig gut.
Battlefield 1 verliert auch immer mehr Spieler. Die Stammspieler, also die wirklichen Pro-Spieler in dem Sinne, die wandern alle ab wieder zum Vierer. War eh klar irgendwie. Es gibt Gerüchte, dass Battlefield 1 einen Koop-Zombie-Modus kriegt. Sie haben ein Ding entdeckt, ein Easter Egg. Ja. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Battlefield einen abgefuckten Zombie-Modus kriegen sollte. Ich habe als Kommentar bei der GameStar geschrieben, wenn das kommt, installiere ich das Spiel instant. Ohne Scheiß, das mache ich. Wenn es heißt, das Ding kommt, tut es das Spiel von der Festplatte. Für immer. Echt? Ja, ist so. Das geht runter, ohne Witz. Wenn das wirklich kommt, geht das Spiel runter. Das Problem ist, dass sie durch die schwindenden Spielerzahlen, was sie haben, in dem Sinne, sie müssen schauen, dass sie Spieler generieren. Dann müssen sie bessere Shooter bauen. Ja, aber sie hoffen jetzt, dass es jetzt durchs erste Ding. Die hier ein und dasselbe Spiel rauskacken und denken, oh ja, die Spieler bleiben ja bei uns. Bla bla bla. Bei Call of Duty funktioniert das auch so gut. Ja, Call of Duty hat am Startwochenende nicht mal 10.000 Spieler geknackt. Ich muss sagen, ich spiele nur immer leid, sehr viele Leute Black Ops 2 und Black Ops 3. Aus dem Grund, weil das einfach CODs sind, die funktionieren. Also, du weißt, habe ich darüber. Seit MW2 ist COD nur noch der reinste Schrott. Ja. Wie gesagt, Black Ops 3 ist nicht so schlecht. Einfach bei dem im Studio ist das so wie bei Sinner for One. The same proceed like every year. Mit so viel? So ist das bei denen. Ja, aber wie gesagt. Scheiße, jetzt kann ich weit wandern. Habe ich kein Auto dort? Habe ich irgendwo ein Auto gesehen, oder? Same proceed like last year. Same proceed like every year, James. Das ist der Hauptspruch bei Infinity Ward im Studio, hängt über jeden PC dieser Spruch. Mm. Was noch? Aber wie gesagt, Mike, kommt dieser Zombie-Modus, fliegt wie eine Festplatte. Eiskalt. Mir ist das Latte. Ganz ehrlich. User joined your channel. Mike? Ja? Was? Ich komme gerade derzeit nicht raus. Ist schon in Erklärung. Ich denke mal eine Stunde oder spätestens morgen früh habt ihr. Rode, wegen der anderen Sache, was du mir angeschrieben hast. Ja. Ich brauche mal 200 Verschnaufpause, weil bei mir privat jetzt was immer laufen ist. Okay. Ich habe gerade eine Nachricht von wo gekriegt. Das kann ich da mal so erzählen. Das tritt erst Ende des Jahres, also Mitte, Ende des Jahres bei mir ein. Ich weiß nicht wann, nur darum muss ich mich jetzt einmal kümmern. Alles klar. Wie gesagt, da geht's um sehr viel in dem Sinne. Und ich brauche einmal 2 Monate einmal mindestens einmal, bis ich das geklärt habe, beziehungsweise bis ich da Antworten kriege. Mhm. Auf die eine Sache, damit du Bescheid weißt. Ich wollte jetzt eh zurückschreiben, aber ich habe von denen noch keine Antwort gekriegt, weißt? Erst dann kann ich darauf reagieren. Nur damit du nicht glaubst, dass ich die vergiss. Oder sonst alles was. Gut, alles gut. Wie gesagt, ich kann dir das einmal privat sagen, dann einmal. Nicht jetzt im Stream, weil das geht kein was an. Alles in Ordnung. Wie gesagt, also ich sag mal so, spätestens morgen früh habt ihr die Rechte wieder. Ich hab auch gerade keine, ich komme auch nicht aufs ACP drauf. Was wir von wegen. Eine Frage, was habt ihr denn da neu aufgesetzt, weil du geschrieben hast, du musst das System neu machen? Ja, pass auf, das ist von. André, dein Mikro. also wir haben hier, also Jan hat nebenbei einen V-Server. Okay. So, und da ist das so, von wegen, dass da auch neue Betriebssysteme von Ubuntu und bla so. Und so eine Geschichten alles so drauflaufen und so eine. Mhm. So, und dieses System, das haben wir geupdatet auf drei Versionen nach oben. Oh, alles klar, also ein großes Update gemacht in 3 Schritten, sondern. Richtig. Alles klar, also dann bist du zusammen wieder, alles passt, dauert es wieder, weil du kannst von einer Version auf die andere machen, dann funktioniert's. Aber 3 Versionen aus, also 2 Versionen auslassen und dann die dritte nehmen, das ist dann eine andere Geschichte. Richtig, und deswegen, ja. Bei mir drüben hat alles.